an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zur zweiten Folge eures Dysonaut Podcastes und wir spielen heute mal wieder eine Runde Das Schwarze Auge 5. Wir haben uns die Einsteigerbox geschnappt und haben uns einfach mal überlegt, wie spielt sich dieses gesamte Spiel und kann man das einfach out of the box spielen? Das versuchen wir jetzt und ich begrüße ganz, ganz herzlich zum ersten die Marina. Hallo Marina. Hallihallo. Marina, du hast ja eine besondere Dame erschaffen, die Ayla Nora. Richtig. Du hast im Vorgespräch gesagt, von wegen so, irgendwann dürfen wir dich auch Nora nennen, aber das Ganze geht dann nur, wenn wir entschieden betrunken sind. In Character. Ja, da gehören so ein paar Bier dazu, würde ich sagen. In-Character-Biers. In-Character-Biers. Ich denke mal, das können wir durchaus nach diesem kleinen Abenteuer mal irgendwie einspielen, weil wie Ayla Nora dann zu Nora wird, das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Das wird sehr, sehr interessant. Aber du bist ja nicht alleine, denn dir steht ja auch noch der wackere Zauberer Torkiel zur Seite. Hallo Matthias. Jawohl, hallo, guten Abend. Mit Torkiel ist ja schon der Name Programm, hätte ich ja fast gesagt, wenn es dann nachher in die Taverne geht. So klingt es auf jeden Fall. Ja. Von daher gucken wir einfach mal. Ich bin. Wenn ich nichts kann, aber das kann ich. Wenn ich nichts kann, ist es saufen, so nach dem Motto. Voll gut. Ich bin gespannt. Mal gucken, was ihr so rauszaubert. Und last but not least, meine Zara, ich grüße dich. Hallo. Ich grüße vielmals zurück und ich denke, Adrix der Zwerg. An sich müsste er ja hoffentlich so einen Trinkwettbewerb gewinnen, so als Zwerg. Ja, voll geil. Und Zara, weißt du, was ich ganz toll finde? Dass wir uns wahrscheinlich bald so wieder treffen können und vernünftig D&D spielen können. Das wäre so super. Ich drücke uns da definitiv die Daumen. Deswegen, ne? Also von daher, wir gucken einfach mal. Ja, die illustre Runde ist wieder zusammen. Und wer möchte denn mal eben kurz erzählen, wo ihr das letzte Mal quasi aufgehört habt? Ladies first. Charmeur. Der hat sich einfach nur keine Notizen gemacht. So läuft das nämlich. Ja, das machen wir demnächst auch in der großen Spielleitergeschichte von wegen so, ne? Vorbereiten für Spielleiter, leicht gemacht und so weiter und so fort. Organisiert sein, ne? Für Spielleiter, das 1-1 und so weiter und so fort. Ja, aber wer möchte von euch eben kurz was erzählen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben? Zara, fang du mal an. Muss ich mal sagen, ich erinnere mich an diverse Kämpfe, die wir schon bestanden haben. Zunächst Fledermäuse, wobei ich glaube, zwei von uns sich da rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, relativ, und nur einem die Fledermäuse volle Lotte ins Gesicht geflogen sind. wir nennen hier keine Namen, Torkiel. Und dann endeten wir, glaube ich, mit unserem großen Kampf gegen die Riesenratten, wo wir dann auch eigentlich gut was über die Spielmechanik schon lernen konnten. Und am Ende dieses Kampfes waren dann, glaube ich, die anderen Ratten auch soweit dann beeindruckt, dass sie uns dann in Ruhe gelassen haben. Aber wir wissen, dass sie im Grunde noch da sind. Könnte für die Zukunft spannend werden. Und ich glaube, dann endete die Sitzung damit, dass wir einen mysteriösen, tiefen Schrei aus dem Innern der Höhle gehört haben. Genau dort sind wir nämlich gerade und nachdem ihr diesen Schrei ja gehört habt, seid ihr dann unterwegs und wollt natürlich wissen, wo dieser Schrei herkommt. Und ihr macht euch tiefer auf in das Höhlensystem, um das dann weiter zu erkunden. Und ihr kommt in eine größere Höhle und an dieser Ecke könnt ihr im Schatten jemanden sehen,
der sich versucht, mit Händen und Füßen von so zuschnappenden Ratten sich zu wehren. Und ihr hört immer die ganze Zeit, nein, nein, lass mich los, ah, nein, geh weg, au, ah, du Mistvieh. Ich würde sehr ruhig und entspannt nochmal meinen Säbel ziehen und würde da hingehen und nochmal die Ratten, die ja gar nicht auf mich vorbereitet sind, einmal so zweiteilen, so, weißt du, von oben links nach unten rechts, so wie ich das schon einmal erfolgreich getan habe, um der Person da zu helfen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann lasst uns doch mal auf Initiative würfeln. Ach schade, ich dachte, ich kann das jetzt einfach so machen. Das wäre dann nämlich ja. So der erste Kampf. Es wäre auch zu schön gewesen. Es wäre der erste Kampf innerhalb von 5 Minuten, den wir jetzt hier plötzlich schon... Deswegen habe ich das doch so betont mit, die Ratten können mich ja gar nicht sehen, weil ich so ganz ruhig und entspannt mich dahin bewege. Aber gut. Ich würfel auf Initiative. Schade. Also, Initiative läuft im Prinzip so bei DSA, dass ihr euch einen W6 nehmt und den würfelt und dann dementsprechend euren Inni-Wert damit hinzurechnet. Und wer das Größte hat, der hat gewonnen. Also der darf zuerst. Der darf dann zuerst, genau, richtig. Ach, die ist den Intuitionswert meinst du, oder? Inni-Wert, Initiative. Achso, die dachte da, ja. Wo steht das? Also ich habe das bei meinem Volk besondere Kampfwerte. Ja, genau, richtig. Genau. Ne? 18. 18, warte mal, das muss ich mir mal eben so ein bisschen mitschreiben. Alanora 18, ja. Okay, wer kommt danach? Also ich habe 16. Oh. Matthias mit Torkel bei 17. Adrix kommt danach mit 16, hast du gesagt, 16, oder? Ja, mhm. Wir haben uns sauber geordnet. Das finde ich super. Also das klappt ja auf jeden Fall schon mal, ne? Das ist ja das schon mal ganz geil. Die Frage ist von wegen, wie dürfen denn diese alten Ratten hier dementsprechend handeln? Das finde ich noch sehr interessant, weil in diesem Profil, was ich hier habe, steht im Prinzip keine Inni für diese Ratte. Ja, die nur den W6. Na? Da. Ich glaube, da brauche ich gar nicht großartig würfeln, ne? So, dann kommen die Ratten dran. Okay. Torkil hat ja noch, du hast glaube ich noch deinen Zauberstab an, sodass ihr da ein bisschen wenigstens Licht habt, ne? Genau, ja. Den hast du ja soweit nicht ausgemacht. Und je näher ihr kommt, desto mehr könnt ihr erkennen, wer sich denn da wirklich am Boden gerade mit Händen und Füßen gegen diese Ratten wehrt. Und allein wie derjenige gekleidet ist, könnt ihr davon ausgehen, dass es sich um jemanden handelt, der vom Grafen losgeschickt wurde, um die Tochter oder zu retten, beziehungsweise das Lösegeld zu überbringen. Aber anscheinend hat er es nicht so wirklich weit geschafft. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit dem Kampf gegen diese zwei Ratten, die ihn da gerade wirklich penetrieren, auf den Sack gehen. Das ist schon ganz, ganz eklig, muss man sagen, diese riesigen Viecher dann jemandem dann zu sehen, wie er sich nicht richtig wehren kann, der auf dem Boden liegt und einfach gar nicht mehr so wirklich kann. Gut, dann würde ich sagen, dann darf Eilanora anfangen, gegen die erste Ratte zu kämpfen. Okay, Würfel! Ich hab's geschafft, yes! Yay, sehr gut! Pass auf, die Ratte versucht auszuweichen natürlich. Die Ratte schafft's aber definitiv nicht. Also die Ratte ist fett und träge und nimmt auch nur das Letzte, was dann irgendwie so übrig bleibt. Ne? Es ist auch so eine richtig schöne, fette Ratte, die nicht mehr so wirklich flink ist. Dann hau ich jetzt mal... Ich spalte die Ratte. Guck mal, ob ich spalten kann. Ich spalte die Ratte mit 6 Schaden. Die Ratte spaltest du aber sowas von. die hat auch keine Chance mehr, irgendwie wegzulaufen. Also du lässt wirklich dein Säbel heruntersausen und zerhackst das Ding einmal von Schnauze bis zur Schwanzspitze. Aber und sehr elegant, so quasi im Vorbeigehen. Nice. Ja, das ist meine Profession. Ich bin eine der irgendwie eleganten Elitekämpfer. Also das ist hat schon Stil, obwohl es nur eine Ratte ist. Ja, okay, also die Ratte liegt dann da gezweiteilt und dampft so ein bisschen noch warm vor sich hin.
Die zweite Ratte ist ein bisschen beeindruckt. Guckt euch an, wie ihr euch da kampfbereit dann gerade hinstellt und wie dann auch dann der Kollege da gerade halbiert wurde. Und Torquil ist dran. Ja, genau. Wie weit bin ich von der entfernt? Du stehst, also ich sag mal, du machst jetzt ein, zwei, drei Schritte dahin, dann bist du da. Also du könntest ja so mit dem Stab, könntest du ja einen überbraten. Ich hau ja nicht mit meinem Zauberstab, also bitte. Wie unzivilisiert. Ja. Und wie weit ist der liegende Herr von der Ratte jetzt entfernt? Also er hat dir nochmal eine mitgegeben, so mit dem Fuß, ne, so schön mit der Hacke nochmal so schön ins Rattengesicht gegeben, sodass die Ratte dann dementsprechend so einen halben Meter zurückrutscht. Aber sie ist schon wieder auf nah dran, dass er sie gleich wieder mit dem Hacken wieder erneut treten kann. Okay, dann lasse ich das mal mit dem Feuerzauber sein. Oh, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Ja, ich glaube, den wollen wir noch ein bisschen was fragen. Nein, dann wechsle ich auf meinen Dolch. Mhm. Einen kleinen habe ich ja auch. Ja. Ja, jetzt frage ich, was ich würfeln muss. Das ist überhaupt nicht schlimm. Attackewert muss ich unterwürfeln, gell? Unterwürfeln, genau richtig. Mit einem W20. Mhm. Ja. Das funktioniert, sagst du. Okay, natürlich möchte die Ratte sich nicht so einfach geschlagen geben, ne? Aber auch die Ratte, die ist einfach viel zu fett und viel zu träge, hat anscheinend nicht wirklich gut trainiert in ihrer Zeit und du triffst die Ratte. Mit 7 Trefferpunkte macht die. Ja, auch diese Ratte lebt nicht mehr. Du hast sie so mit deinem Dolch getroffen, dass diese Ratte einfach nach deinem Stich sofort, ohne ein Geräusch, einfach sofort liegen bleibt. Und das einzige Geräusch, was du nur hörst, ist, wie der Dolch aus der Ratte herausgezogen wird. Hola. Und Adrix steht da und hat eigentlich nichts mehr zu tun, außer sich auf zwei tote Ratten zu freuen, die da dampfend da irgendwo in der Höhle liegen. Ja, aber ich nicke beeindruckt und wohlwollend so. Ja, das ist schon, das ist in meinem Sinne so, was da passiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der junge Mann, der da liegt, rafft sich jetzt so langsam auf und robbt so ein bisschen zurück an die Felswand. Und ihr könnt im Schein vom Stab, den Torkel ja dementsprechend halt hat leuchten lassen, könnt ihr erkennen, dass der junge Mann nicht wirklich gut aussieht. Also der hat überall blaue Flecken, ein riesiges geschwollenes Auge, überall Bissspuren am ganzen Körper, zerfetzte Kleidung und richtig dicke aufgeplatzte Lippen, teilweise verkrustetes Blut im Gesicht. Also der Junge muss echt was mitgemacht haben. Fehlt ihm ein Handschuh? So. Bitte? Was war mit dem Handschuh? Ich würde fragen, ob ihm ein Handschuh fehlt. Ja. Weil wir einen Handschuh gefunden hatten am Eingang. Und wenn ihm ein Handschuh fehlt, wäre er ja vielleicht ja der Soldat, der mitgekidnappt wurde, als er das letzte Lösegeld irgendwie überbringen wollte. Ja. Der Soldat antwortet, spuckt so aus, so Blut, was er dann im Mund gesammelt hat. Oh je. Wisst ihr, mir fehlt so einiges und mein Bauch, es tut ja so weh. Dann reden Sie mal nicht so viel, guter Herr, und lassen Sie mich mal machen. Ich nehme Balsam Salabunde. Also ein Heilzauber. Ja, das kannst du gerne machen. Also 4 Astralpunkte setze ich dann ein. Mhm. Ach, so funktioniert Zaubern, okay. Geschafft. Geschafft. Und FF ist... Geschafft. Sehr schön. Um wie viele Punkte heilst du ihn dann quasi? 4 auch. Um 4. Also, ja, Lebenspunkte, genau. Ja, okay. 4 Astralpunkte sind 4 Lebenspunkte. Ah, so läuft das da bei Balsam Salabunde. Okay, alles klar. Also du könntest auch, ich weiß nicht, wie viel Astralpunkte hat Torquil?
Ja, genug, aber ich kann nur, es ist durch diese, steht hier FW begrenzt. Fertigkeitswert begrenzt, glaube ich, oder so, ne? Ja, genau. Ja, okay. Und sozusagen, das ist da begrenzt dadurch. Okay. Ihr könnt sehen im Schein von Torkils Stab, wie sich teilweise gerade frisch geschlagene Wunden durch die Zähne dieser Ratten sich langsam aber sicher wieder zusammenziehen und schließen. Also wie so ein leichter blauer Schimmer liegt dann plötzlich über den Wunden drauf und ihr denkt einfach so von wegen so, vielleicht sind das so Spiegelungen von Torkils Stab. Aber nein, wirklich, er fängt an, sich zu regenerieren. Das dicke Auge bleibt und auch das andere Teile da im Gesicht, die sehr, sehr stark geschwollen sind, die bleiben auch. Aber er fühlt sich wesentlich besser. Also wirklich wesentlich besser. Er ist ja zwar vielleicht gleich keine große Hilfe, so mit viel Laufen oder sowas, aber Torkil hat ihn so weit geheilt, dass er mit Sicherheit alleine den Rückweg antreten kann. Wow. Nicke Torkil sehr, sehr anerkennend zu und wende mich an den noch am Boden liegenden Mann. Ja, mein Herr, dann erklärt euch mal, was tut ihr hier? Warum liegt ihr hier rum? Wo sind eure Waffen? Also ich blicke im wahrsten Sinne des Wortes auf ihn herab. Ja, der junge Mann guckt zu dir hoch und sagt, eigentlich bin ich der gewesen, der das Lösegeld überbringen sollte, aber sie haben mich erwischt. Ich bin ihnen in die Falle gelaufen und plötzlich hörte ich nur noch ein "greift ihn" und dann war bei mir plötzlich alles schwarz. Ich habe nur noch diesen Schlag von hinten auf den Kopf gespürt und ehe ich mich's versehen habe, bin ich hier wieder aufgewacht, als mehrere von diesen fetten Ratten, und er tritt so nach einer Ratte, die da so zerteilt noch liegt, als diese Viecher mich versucht haben anzugreifen. Aber ich kann euch nicht begleiten, es ist zu schwierig. Hier, nimm das. Und er gibt dir ein zusammengerolltes Schriftstück. Ich reiche das direkt an Torkil weiter und lasse dem den Herrn nicht aus. Also ich denke, Torkil steht direkt neben mir wahrscheinlich. Oder Atrix, also an den, der direkt neben mir steht. Und schaue den Herrn weiter an. Ja, wissen Sie, wir sind hier auch in bester Gesellschaft. Also eine Begleitung dieser Art würde uns sicherlich nur hinderlich auf unserem Wege sein. Aber was kann denn schiefgehen bei der Übergabe eines Lösegelds? Sie haben das Geld verloren und die Prinzessin nicht zurückerlangt. Wie konnte das bitte schiefgehen? Waren Sie alleine? Ja, das war der Deal. Es hieß einfach nur von wegen, einer soll kommen und das Lösegeld bringen. Ja, und natürlich habt ihr euch keine Verstärkung geholt, die in den Bäumen sitzt und über euch war. Nun ja, Männer. Ich seufze ein bisschen und wende mich so ein bisschen ab. Ihr missversteht. Der Übergabepunkt war überhaupt nicht. War überhaupt nicht vorne vor der Höhle. Es war, wir sollten hier weiter reingehen, aber hier das Schriftstück, was ich euch gegeben habe, das ist die Karte dieser Höhle. Ja, nun denn, vielen Dank, aber vielleicht sollten Sie sich besser auf den Heilweg machen, sonst passiert Ihnen noch was. Nicht, dass die Ratten wieder auferstehen und einen kleinen Mitternachtssnack wollen, nicht wahr? Und ich wende mich ein bisschen ab. Also mich widert dieser Schwächling, der da auf dem Boden liegt, so ein bisschen an. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, wie man so unintelligent sein kann, alleine in eine Höhle mit Geld zu gehen. Das erschließt sich mir nicht so richtig. Also wie man das macht, ohne entsprechend dafür ausgebildet zu sein. Also es ist irgendwie außerhalb meiner geistigen Reichweite. Außerhalb deiner geistigen Reichweite. Also, das ist irgendwie, nee. Ja. Nee. Okay. Was machen die anderen noch? Ja, ich gucke mir das Schriftstück an, was ihr da mir gegeben hat. Das ist die Karte von der Höhle.
Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und versuche, mit aufs Schriftstück zu gucken. Aufs Schriftstück. Okay, ich schicke euch mal eben ein Foto von der Höhle, beziehungsweise von dem Schriftstück, was der Soldat bei sich getragen hat. Und darauf ist feinsäuberlich quasi eingezeichnet, wo sich etwas befindet, wo welche Kaverne sitzt und ja. Ich würde ihn noch fragen wollen, Manja, wo haben Sie denn diese Karte her? Die ist uns zugesteckt worden, als mein Herr durch die Straßen ging und er ist angerempelt worden von einem kleinen Jungen und ehe er sich's versah, hatte plötzlich dieses Schriftstück in der Hand gehabt mit dieser Karte und mit den Anweisungen drauf, was wie wo gemacht werden soll. Ich verstehe. Und er hat es versäumt, eine Kopie für uns anfertigen zu lassen. Das ist doch sehr bedauerlich. Und ich würde auch einen Blick auf die Karte werfen. Noch eine andere Frage. Wo ist denn das Geld? Also, glaubt ihr wirklich, dass ich das Geld irgendwie habe? Guckt mich doch an. Überall nur noch Lumpen am Körper. Glaubt ihr, ich hab das Geld verschluckt. Ja, dann, hättet ihr mal, dass er nicht war. Eine genaue Antwort darauf haben wollen. Nein, das Geld ist nicht in meinem Besitz. Und wo ist es dann? Das ist dann wahrscheinlich von den Leuten abgenommen worden, die mir mit dem Knüppel eins hinten auf die Rübe gegeben haben. Und er streicht hinten so über seinen Schädel. Mein Herr, würdet ihr uns noch euren Namen verraten? Ich denke, wir sollten das bei unserer Rückkehr doch melden, dass solch kompetente Menschen wie ihr nicht nochmal zu einer Lösegeldübergabe von hochrangigen Persönlichkeiten geschickt wird. Also, wie war Ihr Name gleich? Ihr wollt meinen Namen wissen? Ja, das ist ja wohl eine ganz legitime Frage, würde ich hier mal sagen. Ja, ihr redet ganz schön viel für jemanden, der die gräfliche Tochter hier retten soll. Aber na gut, mein Name ist Tigul. Hauptmann Tigul. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr noch sehr lange Hauptmann seid, Hauptmann Tigul. Und wie ich Hauptmann bleibe, wartet nur ab. Ich schaue meine Gefährten an und raune so, dass er es schon noch hören kann, aber jetzt nicht so direkt. Ja, wenn wir noch ein bisschen warten, segnet er vermutlich auch das Zeitliche. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt so nötig ist, aber... Naja, wir kümmern uns nicht darum. Also ich würde sagen, mit der Karte können wir auf jeden Fall weitergehen und unsere Mission hoffentlich schnell erfüllen. Hoffentlich geht es der Prinzessin gut. Ja, also ja, ihr habt auf jeden Fall... Ich denke, eine gute Mannschaft ist auch raus noch. Ja, das schafft ihr. Also nach den grandiosen Heilfähigkeiten hier unseres Torkils, also da kann er froh sein, dass ihm Torkil begegnet ist. Torkil macht sich auf, stützt sich so mit einer Hand an der Wand ab und drückt sich dann so langsam hoch und hält mit der anderen Hand seinen Oberbauch fest, worauf ihr immer noch sehen könnt, von wegen, dass überall auch teilweise seine Kleidung dann nicht nur zerfetzt, sondern auch dann blutig durchtränkt ist. Und Torkil macht sich dann jetzt so langsam aber sicher auf. Tigul macht sich so langsam aber sicher auf, dann in die Richtung des Höhlenausgangs. Und er raunt euch noch zu. Ihr solltet aufpassen. Hier hausen größere Viecher als diese Ratten. Und seid vorsichtig bei den Räubern, wo die Grafentochter gekidnappt wurde. Achtet auf die dunklen Ecken. Und mit dem geht Tigul dann dementsprechend weiter.
und geht dann hinter der letzten Biegung weg und ist dann quasi aus eurem Sichtfeld. Ja, gut, das war ja erfolgreich. Wo sind wir denn in der Höhle jetzt ziemlich genau? Ihr befindet euch, müsst euch vorstellen, ihr kamt vom Norden herein, seid dann diesem Gang gefolgt, ne? Wenn ihr euch das mit der Karte da mal anguckt und seid dann quasi diesem Gang, der sich wie so eine kleine Schlange hier so runterschlängelt, in der nächstgrößeren Höhle da unten drunter, wo es nach Norden einen Ausgang gibt und nach Süden einen Ausgang gibt. Und da habt ihr auch Hauptmann Tirgul gefunden. Da befindet ihr euch gerade. Also ihr könntet euch jetzt entscheiden, ob ihr jetzt mehr Richtung Süden gehen wollt oder ob ihr eher Richtung Norden gehen wollt. Na, Süden, da ist ja dieser fäkige Raum, der quasi schon sehr menschenbehauen und bearbeitet aussieht. Mhm. Könnte vielversprechend sein. Ich habe eine Frage, ist das eine Treppe da in dem Raum am Ende oder in dem fäkigen Raum? Das sieht aus wie eine Treppe, ja. Könnte interessant werden. Müsst ihr wissen, wo ihr lang gehen möchtet? Ich würde vielleicht erstmal nach oben gehen, in den oberen runden Raum. Wenn wir jetzt nach Süden gehen, dann haben wir sozusagen zwei Eingänge, wo man uns überraschen könnte, und so haben wir nur einen. Ja, das stimmt. Ja, aber quasi mit dem Endziel des südlichen Raums. Aber gut, ja. Mhm. Also nehmt ihr den nördlichen Gang quasi. Ja, genau. Jo. Okay, alles klar. Ich gehe wieder vor und mein Zauberstab erleuchtet die Umgebung. Ja. Okay. Dieser gesamte Weg, den ihr jetzt Richtung Norden nehmt, wird immer ein bisschen breiter. Das heißt also, ihr könnt dann locker flockig, aber auch dann so nebeneinander laufen, überhaupt kein Problem. Und er schlängelt sich nur leicht. Aber plötzlich kommt ihr in eine große Höhle. Und von der Decke hängen zahlreiche Stalaktiten. Also wirklich, wirklich hübsch. Gerade in dem Licht, was von Torkels Zauberstab kommt, glitzert das alles so wunderbar, als ob irgendwo in jedem Stalaktiten irgendwo Diamanten eingefasst sind. Und auch an den Wänden sind ähnliche Wandmalereien abgebildet wie im Eingangsbereich, was ihr schon am Anfang des Höhlensystems gefunden habt. Was euch ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass in der Mitte der Höhle eine tote Riesenratte liegt, die so ein bisschen ausgetrocknet und auch eingefallen aussieht. Also eigentlich für das Klima da unten, was ja eigentlich relativ feucht ist und so weiter und so fort, relativ untypisch, was dort mit toten Tieren eigentlich passiert. Und vor euch, sobald ihr das Licht schwenkt mit Torkels Zauberstab, huschen so kleine Käfer umher, die sich, sobald ihr dahin leuchtet, irgendwie anscheinend so bedroht fühlen, dass sie sich dann irgendwie gleich irgendwo verstecken. Ist die Frage, was ihr dort machen wollt in der Höhle erstmal. Mich interessieren die Steine, also diese glitzernden Stalaktiten. Das interessiert mich sehr. Kann ich mir das näher angucken? Das kannst du dir gerne näher angucken. Wenn du noch eine Probe auf Naturkunde machst, dann... Oh, Sekunde. Mal wieder. Naturkunde? Mhm. Ich habe Pflanzenkunde, Tierkunde und Wildnis lesen. Also, was davon soll ich machen? Hast du nicht sogar als Zwerg nochmal irgendwie so eine bestimmte Begabung, was irgendwie Stein oder irgendwie sowas angeht? Ich weiß es nicht. Habe ich also tatsächlich hier. Sehen tue ich das nicht. Ich habe Geografie. Ja, hat ja wenigstens ein bisschen was mit irgendwie was zu tun und so weiter und so fort. Warte mal, was kannst du denn noch nehmen? Ich würde jetzt gerade gerne überreden nehmen, aber du willst den Stein überreden. Ja, okay, alles klar. Ich gucke mir währenddessen einmal die Ratte an. Ja, okay, kannst du machen. Zara, was du machen könntest, wäre mal gucken, ob du eine Probe auf Sinnesschärfe machen kannst. Vielleicht kannst du dann mehr erkennen, was dann da Sache ist. Okidoki. Ja. Oh, ich besitze den Vorteil Zwergennase und erhalte darum bei Proben auf Sinnesschärfe zur Entdeckung von... Achso, ja, okay.
Eine Ruheerleichterung plus eins. Cool. Ja, das ist doch super. Vielen Dank, vorgefertigter Charakterbogen. Okay. Jetzt wieder Dungeons und Dragons Modus. Niedrig würfeln. Wobei, das ist mein Dungeons and Dragons Modus leider. Das stimmt. Das kann ich bezeugen. Wenn es um was geht, würfelt Zara niedrig. Und nicht hoch. Okay, oh, erster. Geschafft. Klugheit und dann Intuition. Ja, eine 4 definitiv. und dann nochmal. Nein, der ist mir nicht gelungen. 2/3 sind mir gelungen. Damit bin ich zufrieden genug. Okay, wollte gerade sagen, den du nicht geschafft hast, den kannst du ja ausgleichen, ne, mit deinen Punkten. Und die sind ja jedes Mal nach jedem Wurf sind die ja quasi wieder regeneriert. Also du kannst sie ja immer wieder dann neu einsetzen. Das heißt, sie verfallen ja nicht, ne? Also immer dran denken. Du gehst also zu diesen Stalaktiten hin und umrundest einige und stellst hier und da mal so auch so ein paar Spinnenseidenfetzen fest. Manche sind dicker, manche sind dünner. Manchmal sind da kleinere Netze, manchmal sind da Teile von größeren Netzen, die du da findest. Aber im Großen und Ganzen sind für dich einfach als Zwerg diese Stalaktiten nur sehr interessant, weil sie einfach so wunderbar glitzern, was du damals vielleicht auch schon sogar von zu Hause her kanntest, als es damals irgendwo in die Minen runterging, um dort dementsprechend irgendwelche Edelsteine oder irgendwie sowas abzubauen. Du findest aber leider keine Edelsteine da drin. Kann ich trotzdem ein bisschen Stalaktit mitnehmen? Das kannst du gerne machen, klar. Da gibt es eine kleine Stelle, wo du so einen kleinen, frisch geschlüpften Stalaktiten, der ungefähr nur 3 Millionen Jahre gebraucht hat, um zu wachsen, natürlich, den kannst du abreißen. Cool. Gemacht. Okay. Mit einem Knacken hast du dann quasi den Stalaktiten aus seiner ehrwürdigen Behausung herausgerissen und steckst ihn quasi in deinen Beutel ein. Oh, super. Matthias, Torkil, du hast gesagt, du möchtest ganz gerne mit ihm dann quasi dir einmal die Ratte angucken. Ja, genau. Okay. Du gehst zu dieser Ratte hin und findest einen ja fast ausgesaugten Rattenkadaver da liegen. Also du findest keine sichtbaren großen Verletzungen, außer zwei Einstichstellen direkt am Bauch der Ratte. Und der Rest sieht wirklich vertrocknet, mumifiziert aus. Muss man schon fast sagen. Okay. Dann das gebe ich so an meine Kumpanen weiter ihr könnt euch mal Gedanken drüber machen, was das hier sein könnte. Ich mache das auch mal. Ich würde mir vielleicht gerne eine Fackel anzünden, wenn ich das kann und wenn ich eine dabei habe. Bestimmt habe ich eine dabei. Weil wir diese Käfer haben weghuschen sehen von dieser Rattenleiche und ich mir denke, mehr Licht scheint vielleicht nicht ganz das Dümmste zu sein. Dann kannst du einfach eine Fackel anzünden. Also bei mir ist das meistens immer so, von wegen so, wenn wir so ein Rollenspiel machen, ist das immer so geregelt von wegen sowas wie Fackeln, wie Pfeile oder irgendwie sowas. Das wird nicht verbraucht, das habt ihr immer irgendwie mit dabei. Also man muss da nicht durch die Gegend laufen und dann irgendwo beim Krämer seines Vertrauens dann irgendwo plötzlich wieder seine Sachen auffüllen oder dann irgendwie Buchhaltung machen, dass man jetzt einen Pfeil verschossen hat oder irgendwie sowas. Ich finde sowas immer eher lästig, als dass es spielerisch cool ist. Es sei denn, ihr möchtet so spielen. Also das, überlasse euch das, ne? Also wenn ihr sagt, vom Weg durch. Auch ich weiß nicht, ob wir Fantasy-Spiele spielen für das realistische Feeling. Also, Achso. Ich hätte auch noch eine Öllampe mit, falls ihr euch das nützlicher ist. Ja, nee, das ist schon. Fackel. Das ist spannender. Was ist denn heller? Naja, vielleicht ist die Fackel ganz cool, weil die brennt halt. Und wenn jemand kommt, kann ich den halt anzünden. So, also da ist das Feuer ein bisschen offener. Ist jetzt vielleicht nicht die eleganteste Art, aber kann ich halt dann auch als Waffe im Zweifelsfall benutzen. Wenn ich mag die Art, wie Marina denkt. Das ist das ist schön. Ja, okay, du zündest dir die Fackel an. Geht auch alles relativ zackig. Und ihr dürft jetzt mal gerne einen Wurf auf
Körperbeherrschung machen. Alle drei zusammen. Eine Eins ist total super. Ist eine Eins gut? Also ich habe jetzt das ist eine sehr gute Frage. Ich frage nur, wie viele Einsen ich jetzt noch werfen muss. Das wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Also eine Eins ist immer super, das weiß ich, aber wie viel Einsen dann gewürfelt werden müssen? Ja. Okay, ich habe es geschafft und einer davon war eine schöne Eins und der Rest war normal. So. Aber das habe ich halt knapp geschafft, aber ja. Ist okay. Okay, hast du auch. Matthias, was sagt Torkil? 2 von 3. 2 von 3. Kannst du den dritten quasi mit deinen Schicksalspunkten dann runter handeln, hätte ich jetzt fast gesagt, dass das dann funktioniert? Nee. Okay. Ich wollte jetzt eben noch mal gucken, wie das aussieht mit Würfeln auf der 1. Ich glaube, ich werde sowieso nicht finden jetzt in dem Moment. Also von daher ist es... Aber eine gute Frage eigentlich, auf jeden Fall. Vielleicht steht es irgendwo, wollte ich gerade sagen, vielleicht steht es im Grundregelwerk drin oder irgendwie sowas, aber das gucken wir doch gleich mal. Matthias, als Torkil sich gerade von der Ratte so langsam wegbewegt, merkst du, wie dein Stab plötzlich in irgendetwas festhing und du drückst den Stab so ein bisschen weiter nach vorne und als du den Stab nach vorne runterdrückst, siehst du plötzlich, wie ganz dicke, ich sag mal so daumendicke Spinnenseidenfäden an diesem Stab hängen. Aha. Jetzt auf jeden Fall eine große Spinne. Kann ich ja. An die Decke leuchten? Mit ja. Meinem, also ich möchte nach oben gucken und leuchten. Du guckst in 2 faustgroße schwarze Augen. Oh. Die Decke, die ist dementsprechend so 5-6 Meter hoch. Und an der Decke sitzt eine Höhlenspinne. Okay. Die ungefähr so groß ist wie ein Esel. Diese 8 Beine sind mit ca. 30 cm langen schwarzen Haaren bedeckt. Diese Kiefer vorne, die klappeln immer so vorne zusammen, machen dann so ganz, ganz komisches, schabendes, klackendes Geräusch plötzlich. Und ehe ihr euch verseht, lässt sich diese Spinne in diesen Raum fallen. Und mit einem gewissen Fumm kommt die Spinne unten drauf und bewegt sich jetzt ratzfatz auf euch zu. Macht die Initiative. Oh Gott, Gütiger. Hm. 16. Okay, wer hat denn so 20 bis 15? Fragen wir mal so rum. 15 habe ich. Okay, Eleonora, du hattest dann, was ist das, 16? 16. Okay, Matthias mit Torkil hatte dann 15. Zara mit Adrix, du kommst dann quasi dann... Ich habe eine 14. Wir haben uns wieder perfekt in der Reihe gestellt. Ist, ey, ohne Scheiß, das passt wirklich. Das passt wirklich. Damit hat Marina mit Eleonora auf jeden Fall das erste oder die erste Möglichkeit, der Spinne wirklich einen überzubraten. Das ist gut. Jetzt habe ich eine Frage. Also ich habe ja jetzt in Windeseile, als ich die Spinne gesehen habe, meinen Säbel gezogen, nicht wahr? Mhm. Und ich habe jetzt in beiden Händen einen Schlaggegenstand. Und ich würde jetzt gerne auf die Spinne zu, vielleicht ein bisschen weniger elegant als vorhin, ich habe es jetzt eilig, und würde der gerne, warte, wie mache ich das jetzt am besten? Also quasi, ich bin Rechtshänder, das heißt, ich hole mit meinem Säbel quasi so aus, dass ich, also wenn ich in diese Augen gucke, dass ich von der Schere nach unten links, nach oben rechts schlage. Und während ich das mache, nehme ich den linken Arm mit der Fackel und hau ihr das so in die Fresse. Also einfach, um die anzuzünden, weil die hat Haare und Haare brennen nun mal. Und ich möchte der jetzt mit der Fackel keinen Schaden machen. Ich möchte sie einfach nur quasi mit dem Feuer treffen, dass sie Feuer fängt. Das ist mein Plan. Spielleiter, darf ich das? Ey, bei mir ist Rule of Cool. Also von daher, natürlich darfst du das. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie wir das also punktetechnisch ausbaldobern, aber ganz ehrlich, die Idee ist einfach viel zu geil, dass du sie nicht machen solltest. Also hau rein.
Also, wie gesagt, ich muss einfach nur, ob ich mit dem Säbel treffe, ist mir wurscht. Hauptsache, die Haare dieser Spinne fangen Feuer. Aber ich würde trotzdem mal auf den Säbel würfeln. Moment. Ja, mach mal. Ich habe schon eine Idee, wie wir das schadenstechnisch darstellen. Ja, ja, okay, cool. Nochmal. Ja, ich treffe sehr gut mit dem Säbel. Also ich kann ihr durch die Augen hauen und mache 7 Schaden damit. Okay. Und jetzt würde ich so die Fackel hinterher. Also ich kann auch gerne nochmal auf Fackel würfeln. Also auf Dolch oder was auch immer. So. In Richtung Augen, Haare, Augenbraue so. Also dass das Gesicht brennt. Ja. Die Spinne ist von ihrem Sturz auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen? Sie muss sich erstmal ordnen. Ich glaube, das trifft es, glaube ich, wirklich so am besten. Sie ist nicht sofort in Angriffsmodus, sondern sie analysiert die Lage erstmal von wegen so, was denn da gerade Sache ist und kriegt von dir erstmal voll ein Übergebraten. Und mit deinem Säbel hast du wie viel Schaden gemacht? 7 Schaden. Okay. So. Dann hat sie das noch. Und auch mit deiner Fackel hast du dementsprechend getroffen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, so aus dem Bauch heraus, kriegt sie jede Kampfrunde, kriegt sie allein durch das Feuer nochmal 2 extra Schaden. Du siehst also, wie deine Fackel auch genau die Stellen getroffen hat, die wirklich pelzig sind. Und nicht nur dieses Pelzige fängt so langsam an zu kokeln, sondern es fangen auch wirklich Teile an, jetzt wirklich dann satt zu brennen. Weil da nicht nur dann diese Haare mit bei sind, sondern da sind auch Staub mit bei und alte, tote Fleischfetzen und so weiter. Die fangen ganz gut an zu fackeln. Das funktioniert. Das ist schön. Ich werfe Torkil einen Blick zu und rufe, ich glaube, Feuer ist effektiv. Ja, das habe ich wohl erkannt. Würde so vielleicht, also wahrscheinlich habe ich kein, also ich stehe wahrscheinlich jetzt neben der Spinne, ne? Ich hoffe nicht, dass Torkil mich anfackelt. Nein, ihr steht so ein bisschen versetzt, also schon, dass ihr das wirklich sehen könnt, wer ist denn jetzt wie wo dran. Gut. Und da die Spinne ja brennt, habt ihr auch jetzt, sage ich jetzt mal, ein wirklich gutes Ziel vor Augen, da ihr genau wisst, wo ihr hinschlagen müsst. Das funktioniert. Okay, damit wäre Torkil dann dran. Ja, dann zücken wir unseren, also wieder meinen Stab wieder, meinen Magierstab und wirke Ignifaxius. Wenn Feuer gegen Feuer hilft, dann tun wir das so. Mhm. Dann kann ich ausgleichen und geschafft. Ja, sehr gut. Ja. Und der macht 2W6 plus 6. Das sind 8, das sind 14. 14? Ich würde sagen, Atrix guckt weiter Steine an. Atrix fragt sich, warum er jetzt seinen gewaltigen Felsspalter die ganze Zeit mitschleppt. Oh, mega geil, mega geil. Matthias, als Torkil Ignifaxius spricht und dieser Flammenstrahl aus deinem Stab über diese Spinne geht, siehst du, nachdem dieser Strahl vorbei ist, dass diese gesamte Spinne in Flammen steht. Und das Ganze ist so heiß, dass schon ungefähr die Hälfte der Beine plötzlich auch in den Gelenken abgefallen sind und diese Spinne sich jetzt einfach nicht mehr wirklich fortbewegen kann, sondern sie dreht und kreischt in einem ohrenbetäubenden, ekeligen Schrei, kreischt sie auf und dreht sich nur noch so mit zuckenden Bewegungen am Boden und versucht mit ihren Kiefern noch nach irgendetwas zu schnappen, was da irgendwo in der näheren Umgebung steht. Und teilweise kriegt sie auch einfach nur noch Stalaktiten zu schnappen, sodass diese dann unter einem ekeligen, knackenden Geräusch einfach von der Decke abbrechen. Ja, unangenehm. Tot, ne? Naja, noch nicht ganz. Also, sie liegt im Todeskampf, aber ich sag mal so, der letzte erlösende Schlag würde jetzt noch kommen. Eigentlich wäre die Spinne jetzt dran,
Die Spinne kann versuchen, nach jemandem zu schnappen, der da gerade als Nächste steht. Und ich glaube, die Nächste, die da steht, das wäre Ayla Nora. Von daher schauen wir einfach mal, ob die Spinne dann irgendwie was macht. Die Spinne schleudert diesen gerade abgebissenen Stalaktiten nach dir. Und du kannst jetzt mal versuchen, ob du ausweichen kannst. Ja, unbedingt möchte ich ausweichen. Jetzt muss ich wieder scrollen. Scroll, scroll, scroll. Aha, ja. Oh. Mit einem 20-seitigen Würfel. Nun. Nee, ne? Trifft nicht. Also. Doch, trifft. Also du kannst nicht ausweichen. Okay, alles klar. Nee. Der, dieser Stalaktit, der kommt auf dich zugerauscht und trifft dich und macht dir auch dementsprechend einen Schaden von, warte, wo ist mein Würfel? Von einem ganzen Schaden. Das ist aber gar nicht so das Problem. Du siehst aber, dass an diesem Stalaktiten Spinnengift runterläuft. Und dieses Spinnengift ist jetzt auch bei dir im Körper. Und für die nächsten 24 Stunden bist du dementsprechend leicht gelähmt und all deine Proben sind um minus 1 erschwert. Okay. Kann ich das Gift nicht raussaugen? Du kannst, gleich probieren, das mit Heilkunde dementsprechend versuchen zu behandeln, ja. Cool. Ich glaube, ich bin nicht gut in Heilkunde, aber... Ich bin nicht gut im Fliegen, aber ich lande trotzdem die 747. Das kriegen wir schon hin. Okay, damit ist der Zug der Spinne auch beendet und sie versucht sich irgendwie weiter dann halt zu euch zu drehen und versucht jetzt auch so ein bisschen so den Rückzug anzutreten und versucht sich so ein bisschen so in die Höhle reinzuziehen, was sie aber halt nur mit wenigen Zentimetern halt dementsprechend schafft, weil ihre Beine einfach nicht mehr so gehorchen, wie sie es eigentlich dann halt dementsprechend kennt. Aber Adrix ist dran. Oh, Plot Twist, ich darf doch auch drauf fahren. Okay. Natürlich. Dann, versuche ich es mal. Echt jetzt? Hier würfel ich jetzt eine 15. Naja, ich habe Attacke Wert 13. Also gefailed. Nee, trifft, weil ich dir nämlich jetzt eine plus 2 geben würde, weil die Spinne sich nämlich eigentlich gar nicht großartig mehr bewegen kann. Also von dir weglaufen kann, so nach dem Motto. Ach, danke schön, wie lieb. Das heißt, du triffst. Cool, dann würfel ich mal. Oh, weil ich mache nämlich richtig fett Schaden. Ich mache 2 W6 plus 4. Oh, ich würfel auch eine 1. Also 10. 10 Schaden. 10 Schaden, ja. Dann erklär mir doch mal bitte, wie du diese Spinne komplett tötest. Ich habe jetzt schon mehrmals gesehen, wie meine Reisegefährtin Ayla Nora Tiere zerteilt und fand das so cool, dass ich das auch gerne einmal ausprobieren würde. Also hole ich da so diesen Feldspalter, der ich denke mal mindestens so lang ist, wie ich hoch bin und doppelt so breit, wie ich breit bin oder was weiß ich und hau einmal richtig zack ordentlich drauf. Dein Feldspalter trifft und zerteilt genau zwischen den beiden riesigen faustgroßen Augen den Kopf der Spinne und sofort, als der Feldspalter an den Augen vorbei ist und das Gehirn getroffen hat, fällt diese Spinne einfach regungslos in sich zusammen und macht gar nichts mehr. Da bewegt sich nichts mehr und jetzt kommt euch so langsam, aber sicher auch der Geruch von verbrannter Spinne in der Nase. Ich nicke Adrix sehr beeindruckt und wohlwollend zu, weil ich doch durchaus meinen Move erkannt habe und das wirklich großartig finde, dass das hier in der Gruppe sich etabliert hat jetzt. Und ich bin wiederum dadurch extrem geehrt. Wow, danke. Das bedeutet mir sehr viel. Sehr gut. Okay, nichtsdestotrotz hat Ayla Nora ja eine Vergiftung durch dieses Spinnengift bekommen, ne?
Ja, ja. Würde mir das nicht anmerken lassen. Also, man sieht Gift, bestimmt halten. Dabei. Ja, das muss jetzt. Ich mir das einmal anschauen. Ich wollte gerade sagen, das müsst ihr jetzt entscheiden, ja. Ne? Also kriegen die anderen das mit, Marina, was da passiert ist? Ja, oder? Ich würde es kommunizieren, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir ganz furchtbar schlecht geht. Ich würde nur die Tatsache erläutern, es befindet sich Gift in mir. Das reicht. Okay. Kann ich mich selber. Ich kann gar nichts. Ich kann nicht mehr. Ja. Also, Matthias könnte eventuell mit Torkil da was dran drehen. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob ich. Ja, ich habe das vorhin ja gesehen, was der da für Wunder gewirkt hat. Deshalb habe ich das jetzt in die Runde geworfen, dass ich ja. Giftkörper habe. Matthias, du könntest mit Torkel versuchen, eine Heilkundeprobe, Heilkunde-Giftprobe ja. zu machen. Ja. Was war der Fertigkeitswert? Der war, den konnte ich dazu. Wie war das mit dem Fertigkeitswert nochmal? Also hier steht, sollte eine Fertigkeitsprobe auf Heilkunde-Gift durch einen anderen Helden gelingen, so kann die Wirkung des Giftes sofort gestoppt werden. Jeder Held kann bei einem Vergifteten einmal alle 24 Stunden diese Probe versuchen. Von daher, du kannst da deine ganz normalen Punkte damit einsetzen, deine Punkte da, um das dann nachher auszugleichen, ne? Weil es ist ja eine Probe. Achso, die Fertigkeitswert, also die Fertigkeitspunkte kann ich dann ausgleichen. Okay, ja. Ja, genau, also wie eine ganz normale Probe im Prinzip. Ja, ne? Ja. Hm? Genau. Okay. Das ist eine 3, eine 10, war das, ja. Und eine 6, jo, geschafft. Ja, perfekt. Wie versuchst du das dann zu stoppen bei Eilanora? Na, ich überlege mir, was das für ein Gift ist. Spinnengift, natürlich, also gut, ich weiß ja, was das für ein Gift ist. Das ist ja eine Spinne gewesen. Mhm. Und dann schaue ich in meinem, ja, ich überlege mir in meinem tiefen Wissen, was ich über Gifte weiß, wie ich dieses Gift behandeln könnte. Mhm. Mit welchen Kräutern oder ja Möglichkeiten, die ich habe. Und dann ja, würde ich das irgendwie behandeln. Das heißt, du machst dir so ein kleines Kräuterbündel, legst es auf die Wunde auf? Genau, oder ich würde es ihr geben, so zum Essen. Das wäre wahrscheinlich zum Kauen und so, okay, alles klar. Genau. Ja. Eleonora, als du plötzlich dann von Torkil dann dieses kleine Bündel an Kräutern bekommst und dir es im Mund steckst, schmeckt es erstmal total bitter, modrig. Eigentlich schon fast so, als ob du es ausspucken möchtest, weil dir ziehen sich plötzlich die gesamten Schleimhäute im Mund zusammen, weil es so echt eklig bitter ist. Aber du merkst an deiner Wunde, dass es plötzlich anfängt, nach außen hin feuchter zu werden. Und als du dir diese Wunde anguckst, kommt kein Blut aus dieser Wunde, sondern es kommt wirklich dieses Spinnengift nach draußen. Du kannst es sehen. Also es leuchtet sogar so ein bisschen so grünlich, eklig. Und je mehr du auf diesem Bündel rumkaust, desto süßer wird's auf einmal. Das ist schön. Und bist plötzlich einfach dann aus der Wunde nichts Grünliches, Leuchtendes mehr austritt. Also ich hätte jetzt nicht, nee, ich war ja vergiftet. Ich habe schon überlegt, ob nicht Torkil so eine kleine Fiole dabei hat, um das aufzufangen, weil man weiß ja nie, wofür man das brauchen kann. Aber ich war ja. Nein, leider nicht, ja. Das ist bedauerlich, aber herzlichen Dank. Also ich bin wirklich beeindruckt von deinen Zauberkünsten. Also du merkst auch, dass ich wirklich beeindruckt bin. Also ich sage das nicht nur so. Also es gibt für euch beide einen signifikanten Unterschied, wie ich mit euch rede und wie ich mit diesem halbtoten Typen, der da in der Höhle vorhin geredet hat. Also ihr merkt es schon, dass ich euch besser finde als diesen Typen. dass ich eure Fähigkeiten wirklich achte. Also ihr könnt es bemerken, dass ich zu euch nicht bitchy bin. Das möchte ich hier mal bitte erwähnt haben. Das merken wir. Vielen Dank. Voll die Ehre. Auch. Ja, voll die Ehre. Ich fühle mich geehrt, aufrichtig. Ihr dürft alle mal einen W6 würfeln. Okay. 1. 1. 4. Nummer 4. Und Zara? 3. Marina, Eleonora findet, als ihr euch da gerade dann um eure Wunden und so weiter und so fort gekümmert habt, findest du einen kleinen verrotteten Lederbeutel mit 12 Silbertalern drin, der sich so leicht in dem Boden so eingegraben hat. Der liegt ja anscheinend schon ein bisschen sehr lange.
Ich nehme den an mich, gucke rein, zähle, dass es 12 sind und gebe jedem meiner Gefährten 4 und behalte die restlichen 4. Also ich teile das schwesterlich auf. Schön. Und also ich frage mich auch nicht, woher das Geld kommt und wessen Geld es ist, weil ich habe es ja gefunden und es ist der Finderlohn und den habe ich jetzt geteilt. Sehr gut. Sehr gut. Ah, Matthias, nee, darf ja? ich noch eine Frage stellen? Entschuldigung. Natürlich. Ist auf dem, das wäre jetzt vielleicht smart zu fragen, auf dem Beutelchen, dessen Inhalt ich gerade so schön verteilt habe, ist da irgendwie das Siegel oder das Zeichen von diesem Grafen, dessen Tochter wir retten sollen? Oder ist es einfach nur ein Beutel? Nee, das ist einfach nur ein alter Lederbeutel, der, als du ihn quasi aus dem Untergrund so ein bisschen freigräbst und du willst ihn hochheben, dir fast diese ganzen Münzen schon entgegenfallen, weil da so viele Löcher drin sind und so. Also der liegt da schon eine ganze Zeit. Ah, wunderbar. Dann ist das ja gar kein Problem, das Geld zu behalten, denn der Besitzer ist sicherlich schon verstorben. So, Genau. wenn er in dieser Höhle war mit der Spinne. Genau. Okay, wer hatte dann, Matthias, was hast du gewürfelt gehabt? Eine 4. Eine 4. Du findest neben diesem toten Rattenkörper noch, findest du plötzlich etwas, was im Licht deines Stabes plötzlich aufblitzt. Und als du da hingehst und dir das näher betrachten willst und so diesen Kadaver von dieser toten Ratte da einfach mal so ein bisschen mit dem Fuß so wegschubst, kommt unter dem toten Rattenkadaver ein schwerer Dolch zum Vorschein. Okay. Und dieser schwere Dolch, der hat folgende Spielwerte. Er macht 1W6 plus 2 Trefferpunkte. Hey. L plus S steht jetzt hier Geschicklichkeit 14. Das müssen wir auch nochmal nachgucken. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden mit dem L und Also S das und ist, so glaube weiter. ich, dass man den Wert braucht, um die Waffe zu benutzen. Das hatten wir letztes Mal für mein Schild geguckt. Ah, genau das war's. Richtig. Ja. Du hast allerdings einen Parademodifikator auf diesen Dolch, solltest du ihn benutzen, von minus 1. Ich gebe ihn an meine Gefährten weiter. Ich kann damit nichts anfangen. Ich hoffe, ihr. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kannst du damit was anfangen, Atrix? Hast du Ich bin Geschicklichkeit? sehr zufrieden mit meinem mächtigen Felsspalter. Er hat mir schon oft gute Dienste erwiesen. Gut, dann würde ich den noch einstecken. Dann besitze ich jetzt zwei Dolche. Das ist Ja, doch ich gut. meine, also ich brauchte es auch nicht. Einen Zahnstocher habe ich schon. Okay. Okay, wir können nachher mal gerne gucken, Marina, wie das aussieht, wenn du quasi mit zwei Dolchen gleichzeitig kämpfen möchtest. Ja. Glaube, das muss ich lernen. Also ich bin zwar beidhändig, aber das bedeutet nur, dass ich auch, wenn meine Haupthand irgendwie verletzt ist, mit der anderen Hand kämpfen kann. Aber das wäre ziemlich nice, weil dann hätte ich ziemlich viele Dolche und ein Säbel. Das wäre cool. Ach komm, das war doch Teil deiner Ausbildung. Safe. Finde ich Ja, auch. das war auch Teil der Ausbildung. Das steht auch. Ah doch, beidhändiger Kampf 1. Doch, ich kann es. Entschuldigung. Sorry. Gut, Ah, schön rum. siehste. Shit. Ich hätte mich schon sehr gewundert. Okay, Parade minus 1, ne? Dann trage ich mir das hier mal Parade ein und minus eins dann. hat er genau richtig. Dann kann ich jetzt richtig nice kämpfen. Geil. Ach, dann hätte ich mit der Fackel ja zusätzlich Schaden machen können. Ach, krass. Okay, aber die Spinne ist ja tot. Perfekt. Obwohl hast du ja, ne? Du hast ja dann pro Runde Ja, hat die stimmt, ich habe Spinne sie dann ja, angezündet, genau, ja. hat ja dann sowieso dann noch dann 2 Punkte bekommen, die dann halt pro Runde nochmal runtergegangen sind, ne? Zara, was hat Adrix gewürfelt? Atrix hat eine 3 gewürfelt Eine gehabt. 3. Du findest versteckt hinter Ein Stein. einigen Ein Stein. Stalaktiten, die schon so weit runtergewachsen sind, Ein dass Stein. die wirklich ein Stein, dass die wirklich Kontakt haben mit dem Boden und du kannst gar nicht mehr sagen, ist es jetzt ein Stalaktit oder ein Stalagmit. Aber auf jeden Fall findest du dazwischen einen hölzernen Glücksbringer in Form einer sitzenden Löwin. Okay. Und diese sitzende Löwin ist im Prinzip eine Statue der Göttin Rondra. Oh. Das weißt du, weil sie ist relativ bekannt. Ja, das ist meine Göttin. Also die verehre ich. Möchtest du das haben, den Glücksbringer? Nee, eigentlich nicht. Also also nein, weil du hast ihn gefunden und wenn ich dir deinen Glücksbringer abnehme, dann bringt das Unglück. Und ich freue mich, dass meine Göttin dir auf deinem Weg helfen wird.
Hoffen wir es. Sehr schön. Guckt mal, dann habt ihr heute Abend, habt ihr schon jetzt dem Soldaten geholfen. Ihr habt der gesamten Grafschaft Heldentrutz wieder ein Monster vom Hals gehalten, indem ihr halt diese riesige Spinne getötet habt, die immer noch dann kokelnd vor euch liegt. Und wie es dann weitergeht, das klären wir dann in der dritten Folge von Spielwir DSA 5. Ich sag vielen Dank fürs Mitspielen, das war ganz cool. Danke fürs Leiten. Vielen Dank fürs Spielleiten. Vielen Dank fürs Leiten. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wollen wir mal gucken, wo unsere Heldengruppe den nächsten Schlamassel sucht, von dem es noch einiges in diesem Abenteuer zu entdecken gibt. Ich sag bis dahin und tschüss. 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 Tschüss.